sinnvoll ist, diese Kanonenkomponenten mitzunehmen. Wenn wir die halt nochmal irgendwo sammeln müssen. Du meinst, dann können wir die da direkt wieder abgeben? Vielleicht. Es gibt auf jeden Fall auch neue Skins. Und freischalten. Fragt euch jetzt hier halt mal so ein Stück. Wo will der eigentlich hin? Was sind mal angezeigt? Okay, also ich sehe es nicht. Noch nicht. Ist hier eigentlich noch irgendwer drin? Oder auch denke noch zwei Mann. Oh, da kam einer mit dem Gleiter. Da kam schon einer angegleitet. Und da hinten irgendwo, das ist halt super geil. Kannst halt nachher auch in den Bäumen, in den Baumwipfeln rumfliegen und so, da gehen schon ein paar coole Sachen. Das Potenzial ist schon ziemlich groß. Vielleicht will der einfach nur hier hoch zu dem Lager. Ah ne, hier muss man nochmal löschen. Pretty sure. Ich sehe. Ich glaube, hinten sogar nochmal. Vielleicht ist das auch einzeln und der stellt sich jetzt so in die Mitte davon. Oder stellt sich einfach hier hinten hin. Guck mal, jetzt kann ich hier schon abgeben. Nice. Das hat sich schon gelohnt. Wespe. Von Wespen geht ab. Zieht euch. So, ich hab meinen Turm unten stehen lassen. Das ist super geschickt gewesen. Mach mal die Veteranen-Wespe kaputt hier, ne? Ja, nicht immer. Ich finde, dass bei unsere Teilnahme immer noch 0% angezeigt wird, finde ich irgendwie ein bisschen. Ja, ich glaube, das Event muss halt fertig sein. Und ich weiß auch nicht, hat das hier irgendwie eine Grenze, wann das sich resettet oder. Das muss ich ja irgendwie resetten. Das andere ist ja Blödsinn. Wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, ob das noch fällt. Dann sind halt jetzt echt nicht viele, ne? Ja. Ja, süße Sauerstasche. Machen wir mal. Ja? Noch ein mehr Wasser? Das reicht hier noch nicht. Nee. Noch einer holen. Hier ist halt auch noch ein Ding. Lol, ich hab mein. Schnappt euch Wasser was, von den Doljaks und löscht die Feuer. Ah, mein Gott, das ist halt voll dumm mit meinen Sets. Ja, immer noch nicht. Alter, was ist denn da los? Boah, ich kann das immer noch nicht nehmen. Schon drei Packungen hier hinten auf meins gepackt. Also auf das Teil hier hinten. Ja, ich glaube, du brauchst eigentlich 3 oder 4 oder so. Ja. Ich spreche hier. 2 Veteranen-Wespen gespawnt. Böser Dom, mein Tiergefährte, sagen wir haben alles, was wir von denen hier erwarten konnten. Weiter zur nächsten Abschlussstelle. Sind richtig viele Wespen gerade, die ein bisschen ganz viel Damage machen. Was habe ich dir denn schon wieder alles eingesammelt? Kraftvoller Giftbeutel. Mein Inventar ist schon wieder voll. Ey. Welche Scheiße eingesammelt haben. Alter, schamanischer zurück. Oh, der Hammer der Erde. Was ist das denn? Warum ist das kein. Warum kann ich das Perlmuttstück nicht einlagern? Behindertspiel? Ich will jetzt einfach rüberfliegen. Ich will auch fliegen. Ich will das. Na, hier nochmal. Ich dafür sorgen, dass ich nirgendwo runterfalle. Oh, lol. Ist gut, dass ich da nicht blind weitergelaufen bin. Das hätte lustig werden können. So.
Achso, den kann ich jetzt natürlich nicht mehr verkaufen. Das ist. Das ist ein ja, das ist korrekt. Ich hab halt wie viel. Nein, kannst du das so? Ja. Okay, wie viel Meta-Zeug ich halt einfach im. Also Zeug, was ich halt aus irgendwelchen Events oder sonst was hab. Was ich halt auch eigentlich ganz gerne so behalten würde, aber was mir halt einfach das Inventar verstopft. Wie sonst was. Oh Leute, jetzt sind hier auf einmal Tiger. Oder ein Elite-Tiger. Tiger lassen wir wahrscheinlich Tiger irgendwie schön, Krallen und so kriegen, machen die, oder? Ja. Und wieder aber wird was halt immer dauern. Also, ein Schütz. Ah ja. Also, ich bin fertig. Jetzt noch zurückkehren. Jetzt immer um zurückkehren. Vielleicht der Gesamt, wenn der Gesamtfortschritt Außenposten voll ist, vielleicht? Dann ja, irgendwie. Vorgenommene Verstärkung 2 von 3. Dann wäre das ja jetzt hier die letzte, theoretisch. Das ist ein bisschen strange, oder? So, könnte der Typ sich jetzt gleich mal bewegen? Ah, frech, ey, wieder anfangen da rumzufliegen. Hm. Ah, da war das Event erfolgreich. 20% Teilnahme haben wir jetzt. Ja. Ich muss mal auf 100% kommen, um irgendwie die Belohnung zu kriegen, wa? Wahrscheinlich. Ach guck mal, du kannst dir das sogar aktivieren, um dass dir angezeigt wird. Also als Leiste. Mhm. Aber ich setze die Hack hin mal, weil das finde ich ganz nützlich. Boah, das ist halt riesig. Ich würde vorschlagen, gehen wir erst rechts oben, versuchen wir erst rechts oben in den Teil zu kommen, ja, oder? Ja, dann müssten wir ja eigentlich irgendwo links gehen können. Ja, und jetzt straight durch. Ich bin hinter dir. Ganz easy. Wenn du so Tigerjunge siehst oder so, ne, das muss Bescheid sagen. Ich habe halt in der Regel nur die Gegner-Anzeigen an. Nicht Verbündete anzeigen. Gucken wir mal. Oh Leute, der zeigt dir mittlerweile, wenn du verbündete Anzeigen anmachst, zeigt er dir auch deinen eigenen Namen an. Hm, stimmt. Im Grunde. Kannst du dir angucken, welchen Titel du davon hast? Was ist denn hier? Ach, hier muss man wahrscheinlich. Nuhochsuhle gefunden. Ich hab die Nuhochsuhle. Ja. Irgendwas machen. Ach, hier ist Aufwind, damit kann man dann da hochfliegen. Alter. Boah, guck mal da oben. Das Spiel ist so schön manchmal, ne? Ja, das ist der Aufwand. Wenn wir jetzt hier runterspringen, dann schon. Yay. Ah ne, wir müssen jetzt hier lang am besten, glaube ich, ne? Oh, Jesus Christ. Was ist denn hier? Ich fall da runter. Also kurz die Befürchtung. Wir ignorieren mal den Käfer gekonnt, ne? Naja, ich muss jetzt ja nicht jeden Gegner mitnehmen. Ach, das sind die Vivian-Klippen. Ja, das ist so nice. Die kann man übrigens auch zähmen, junge Vivan. Wird welches Dorf angegriffen? Ja, das ist doch bestimmt ziemlich cool. Warum ich finde ja sowieso ein bisschen uncool, dass man nicht einfach jeden Gegner so an sich zähmen kann, außer vielleicht so die ganz großen Dinger, aber wenn du dir halt jetzt Bock hast, so einen Riesenkäfer mit an die Seite zu nehmen, dass du einen Riesenkäfer mitnehmen musst. Können wir hier reingehen? Ja, die kannst du bestimmt auch mega rumjumpen. Guck mal da oben, das ist doch schon ein Ausgang, oder? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Rente da vor uns. Der ist schwer, der Sprung. Glaube ich nicht machbar. Lol, der ist machbar. Ja, das stimmt. Okay, komm. Ah, hier ist auch ein Pilzstampfer. Sägeblatt, was können Sägeblattpilze? Oh. Was ist das? Haben die noch, dass sie explodieren nach dem Tod? Nee.
Ich glaube, nicht jeder von denen explodiert nach dem Fall. Aber hier ist es das Pilzreich, hier wo wir sind. Da müssen wir auch rein. Auf jeden Fall ein Aussicht. Dingspunkt. Und da links ist auch ein Beherrscherpunkt. Richtig, aber da kann man was. Weil der hat so ein kleines Krönchen auf. Guck mal, was ist das denn? Oh, geil, das ist ja auch der Veteran-Pilzkönig. Oder wenn man. Lol, ich war da nicht drin. Spielen. Ich war da. Oh, kein Schaden bekommen. Ich war dann. Ich glaub, der explodiert uns. Ja, aua. Nichts trocken lassen. Ah, hier kommt man bestimmt nur hin, wenn man. Was ist denn da links? Hä? Da hinten durch. Links kannst du auch einfach durch. Durch. Ne, aber ich denke mal, da braucht man einen Sprungpilz für, könnte ich mir gut vorstellen. Oder auch. Nicht? Ja, was ist denn? Einsicht in die Maguma-Beherrschung. Ja, aber es ist also so chillen muss. Sonst muss wahrscheinlich erstmal alle Gegner machen, aber. Warte, irgendwie sieht das aber auch so aus, als müsste man da. Diese Rank machen dir doch ganz bestimmt Damage, oder? Alter, was ist das denn? LOL, was? Aua! Aua, what the motherfucking shit macht der Damage? Ist nicht gut. Das war doch aber so genau so einer wie. Die wir auch vorhin weggemacht haben, oder? Die wir gerade eben easy weggemacht. Du sollst vielleicht mal. Hast du noch ein Nils? Nein. Der hielt halt auch voll krass gegen. Was ist denn shit? Ich kann nicht. Aber macht ein bisschen Damage. Ach komm! Dann würde ich aber sagen. Hotpunkte sind. Wir gehen jetzt mal um das Brüche, wo wir angefangen haben, und gehen dann nach oben. Ja, das ist cool. Da ist nämlich auch gerade ein Event. Wenn wir da hinten durchgehen, vielleicht erwischen wir das noch. Weißt du denn? Jetzt jumpen wir hier runter und sterben. Wobei, das könnte man vielleicht überlegen. Da bleibt man ziemlich locker. Ja. Problem ist, wir wollen ja jetzt eigentlich da unten, ne? Runter wollen wir doch, oder? Das überlegt man, das überlegen wir aber nicht ganz locker. Das, oh, hier ist jetzt okay. Was? Nicht gemutet. Ja, ich hab auch keinen. Guck mal, hier gibt's so Dschungelkräuter. Sind das bestimmt, ja. Kasava-Wurzeln sehen genauso, haben das exakt 1:1 das Bild von Süßkartoffeln. Das finde ich ja jetzt nicht so cool. Ganz ehrlich sagen. Ah, hier ist Jaka Itzel. Käfer MDS. Ah, hier ist irgendwie so ein Minispiel oder so. Springt und fliegt mit dem Gleitstern. No! Aber geil! Kostet das irgendwas, das zu machen? Nee, aber es gibt Erfahrung. Ja, Lebenszeit. So. Ich werde überhaupt. Voll geil. Das ist auch etwas, was man sich. Voll geil. Kann. Alter, ich liebe diese Erweiterung. Ich weiß, wir haben noch richtig Geld für geblecht, aber. Bis jetzt bin ich das ganz gut. Ich denke, ich. Na, wir sind übrigens zu locken, voll von der. Ja, ich weiß. Aber wir können doch da oben durch, oder? Wahrscheinlich. Also, das war also mein Plan jetzt. Also nur so abchecken, was so hier ist. Veteran Pfeifer, ja. das mit dem Dinos ist schon echt nice. Ja, greift er uns an? Ja. Ein sehr friedlicher Kriegsdino. Voll abgebaut ist der Typ. Oh, nice. Geil. Ah, wer bist du denn? Hallo. Zintelkavalier. Ah, hier sind die Zintel offensichtlich. Und Itzel. Anhänger der Zintel. Hier ist jetzt das. Ja, ja. Ah, und das finde ich halt auch so geil. Hier mit diesen Baumhaus-Dörfern. Geil ist das bitte. Sieht einfach so nice aus. Was hast du nicht? Ja, teilweise kannst du einen Abgang machen. Das ist. Aber ich finde das halt auch nicht schlimm, dass man einen Abgang machen kann, ne? Weil. Es ist halt legit einfach nice. Hier drin bin ich falsch. Irgendwo da runter, ne? Hier gibt's auch irgendwo. Oh, hab ich hier irgendwo. Aussichtspunkt. Nicht irgendwo oben, ne? Aber. Toll, du stehst direkt daneben quasi. Alter, ja. Kann man sich auch mal, kann sich bestimmt auch mal geben.
Also beim ersten Mal gucke ich die eigentlich immer ganz durch. Hätte ich im Hauptspiel auch gemacht. Ich weiß, aber ich schon. Ach, guck mal, und wie. Ah! Das ist so schön von den Texturen, diese Lehmhütten, ne? Die hätte man so hässlich machen können. Aber die sehen halt wirklich legit aus wie irgendwelche Lehmhütten. Das ist schön, ey. Ich feier das so, das ist so geil, ich liebe das. Dafür, dieses Spiel, ich liebe das genau dafür. Guck mal, man kann theoretisch hier so runter im Leben. Ja, okay. Die kannst du runter droppen, ist nicht. Hast du nicht geskillt? Ganz schön bad. Nein, das ist nicht ganz schön bad, weil das Skillen ist eigentlich ganz schön bad. Keine Ahnung, ich werde das halt auch instant wegs machen, sobald ich den Gleiter hab, ne? Das ist halt klar. Können wir eigentlich hier oben noch irgendwas reißen? Oh mein Gott. Ja, okay. I believe I can fly. I believe I can fly. Ziemlich lange. Doch, I can touch the ground. Clutch. Boah, Alter, ich glaube, da waren 3 Millionen Schaden. Du hast aus dem Baum abgeschmiert, oder was? Ja, okay, aber das Event ist weg. Ja, das ist ja auch vom Event weggelaufen. Wo? Das wundert mich jetzt nicht so. Gibt es überhaupt einen Eingang in dieses Mittelgebiet? Also, zu Fußeingang? Nee, ne? Das, was da noch fehlt. Oder gibt es keinen Eingang? Also, es könnte halt sein, dass man da wohl die Ranke kann, aber da sind wir ja vorbeigelaufen, das hätten wir, glaube ich, gesehen. Wie komme ich denn jetzt hier überhaupt runter? Jetzt. So, wir könnten jetzt hier porten. What the fuck? Ich bin verwirrt. Wir sind am oberen Rand der Karte, oder? Ja. Also wir können jetzt hier porten. Und halt hier auf diese Kreuzung laufen und gucken, wo es da weitergeht. Weil, also ich glaube, dass man hier halt noch nicht rein kann, ohne Gleiter und ohne alles. Das kann sein, ja. Und hier unten gibt's halt auch keinen. Hier gibt's theoretisch einen Weg noch. Aber ja, ich glaube, dass das hier Porten der Call ist. Und dann noch. Ich meine, Aussichtspunkte brauchen wir. Würde ich erst vorbeigehen, wenn wir, sagen wir, mindestens Gleiter haben. Weil alles andere. Guck mal, das hier, man das lesen kann, sobald. Oh, weißt du, wie geil das wäre? Guck mal, wie geil das wäre, wenn. Siehst du das? Wenn, sobald du Itzelsprache kannst, steht das da einfach auf Deutsch. Oder auf Englisch. Ja, aber du weißt, was ich meine. Wenn du, ne, dass du irgendwie die Sprache kannst und dann auf einmal verändert sich die Schrift und du kannst lesen. Geil, das denn wieder. Das ist eine Schatzkarte und dann kriegen wir Picasso. Easy. Genau den Plan habe ich schon im Kopf. Ich habe ja auf meinem zweiten Bildschirm den OBS laufen. Ich habe teilweise das Gefühl, dass das Bild im OBS besser aussieht als das, was ich hier spiele. Das ist auch echt. Faszinierend. So, warte. Gehen wir jetzt lang? Ja. Corona, oder? Achso, da oben können wir natürlich auch rum. Ja, das geht. Ja. Geht Klärchen. Was ist das denn? Denn, was du da hast? Achso, das war irgendwie Spell Effect. Kann man hier eigentlich theoretisch so Folianten oder sowas benutzen? Folianten. Und dann damit. Achso. Meinst du, das geht? Das fände ich ja jetzt. Ich fände es fast schon ein bisschen lame, wenn das gehen würde. Ganz ehrlich bin. Ja, theoretisch noch 48 oder so in der. In meiner Kurve. Aber da könntest du halt sofort alles aktivieren. Fahre ich noch nie, ja, das ist richtig. Oh, guck mal. Ich bin mal spannend, ob wir noch unser Gebiet finden, was wir in der Beta gespielt haben. Aber noch habe ich es nicht gesehen. Warum ist ein Boss? Das sieht halt hier so ein bisschen so aus wie das. Ja. Mit dem wo der Drache am Ende war, ne? War halt eingefärbt. Ja. Guck mal, dann geht's hier in die Höhle und. Hier geht's so hoch. Wahrscheinlich kann man in diese Höhle reingehen, wenn man. Man Sprung ins hat. Wenn man das hier mal der Chat. Ach, hier sind wir, guck mal. Das erkenne ich aber.
Hier ist der Champion. Hast du es erkannt? Ja. Aber das war so ein Gebiet, wo wir nicht so unfassbar viel uns aufgehalten haben. Und wir sind auch von der anderen Seite da, glaube ich, hochgegangen, ne? Also den Aufgang so ein bisschen verändert, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass sie das Gebiet doch ordentlich verändert haben. Ja, vielleicht war das in der Beta, was wir gesehen haben, auch echt so. Vielleicht war es ja die Beta. So ein Zusammenschnitt. Echt? Ich wollte es nicht. Achso. Was macht der denn jetzt? So manchmal, ne? Muss ich einfach weggehen. Das ist. Und einen Schluck trinken. Gibt's. Ah, ich weiß nicht, so viel Tiefe hat das Bild, was ich spiele, halt nicht, ne? Ja, ich bin halt jetzt hier die ganze Zeit Kits am Wechseln und Spells am Durchklicken und so. Was das angeht. Ich caste halt meine Damage Spells und Cooldown. Und das war's. Ja, das war's. Da gibt's bestimmt auch noch irgendwas, was sowohl mehr Spieltiefe hat als auch mehr. Ich meine, es gibt ja jetzt schon die ganzen. Allein diese ganzen neuen Passive-Dinger, wo ich ja auch nur so halb durchgeklickt habe, die halb durchgelesen habe, größtenteils, weißt du? Als sie das erneuert haben. Da habe ich sicherlich nicht das optimale Bild für Damage. Also. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass es da mehrere gibt. Was ist Barusch? Ach, das ist der Typi. Der Verbündeten-Dude. Das ist der, dem wir hier helfen müssen bei dem Fight. Der geht langsamer down als der Champion zu Gott. Das sieht mit dem Helm ein bisschen aus wie ein Papagei. Oder? In dem Bild. In dem Bild. Ach so. Bild. Ja, stimmt, hat sowas, ne? Weil vorne. Diesem Auge und so. Und dann hast du da so einen abgestumpften Schnabel, so ein Mops-Papagei. Nee, Verzierterbeutel. Verzierterbeutel. So, und jetzt müssen wir hier A. Ah. Ja. Nee. Schattenspieler. Ich wollte schon wieder umgehen. Sorry, hab ich eigentlich. Nee, es ist aber so ein Verwandelwerk. Überhaupt. Ja. Ja. Ich aktiviere aber mal kurz den Fortnite da oben, den hab ich eben noch nicht. Ja, aber was bist du denn? Hä? Ist das nicht ein böser Quaggan? Ja, hab ich. Ja, what? So Verwandelwerk. Sehr geturnt. Ach, guck mal, hier ist ein Copter gekommen. Er macht jetzt hier vielleicht irgendwas. Hat Leute abgesetzt. Und was stinkt hier so? Unsere gefallenen Kameraden, fürchte ich. Achso. Angemessen begraben. Gefallenen Kameraden, das kann natürlich auch sein. Aber im Moment gibt es Dringenderes zu tun. Macht eine Bestandaufnahme und schaut, was alles überlebt hat. Der Pakt braucht jede Waffe, die wir bergen können. Das kann ich beaufsichtigen. Ignoriert diesen Befehl. Ich frag mich, ob Quaggan von Kindern gesprochen werden manchmal. Was davon übrig ist.